Hallo und herzlich willkommen bei der Kräuterhexe. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Lippenbalsam. Lippenbalsam bekommt ihr in jedem Supermarkt, quasi in jeder Ecke. Doch was ist in diesen Produkten drinnen? Oft sind sie hergestellt aus Mineralöl und Paraffinen. Diese haben die Eigenschaft, dass sie kurzfristig pflegen, aber langfristig die Lippen immer wieder austrocknen. Daher bevorzuge ich natürliche Produkte für die Herstellung. Daher stellen wir jetzt einen Lippenbalsam für den Sommer her. Mein Lippenbalsam besteht ausschließlich aus natürlichen Produkten, nämlich aus Ölen und Bienenwachs. Ich verwende Avocadoöl. Dieses pflegt besonders die trockene und empfindliche Lippen. Kokosöl zieht rasch ein und pflegt die Lippen. Aprikosenkernöl eignet sich besonders für sensible Haut und spendet Feuchtigkeit. Und natürlich Lavendelöl. Und nun zur Zutatenliste. Ihr benötigt 2 Gramm Bienenwachs, 4 Gramm Avocadoöl, 4 Gramm Kokosöl, 4 Gramm Aprikosenkernöl und 2 Tropfen Lavendelöl. Natürlich dürft ihr auch den Behälter nicht vergessen. Bienenwachs im Wasserbad schmelzen, bis es flüssig wird. Anschließend die Öle dazugeben. Die Flüssigkeit anschließend in einen Behälter füllen. Wenn ihr den Behälter für 20 Minuten in den Kühlschrank gebt, könnt ihr ihn sofort verwenden. Haltbar ist das Produkt ca. 6 Monate. Statt Lavendelöl könnt ihr natürlich jedes andere Öl auch verwenden, wie zum Beispiel Rosenöl oder Pfefferminzöl. Ja, meine Lieben, das wär's wieder für heute gewesen. Wie immer könnt ihr das Rezept und alle Zutaten auf der schnur1.com nachlesen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und freue mich bis zum nächsten Mal. Eure Kräuterhexe!